Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Gibt es einen Krieg in Syrien? Diese Frage beschäftigt uns alle schon seit einigen Wochen. Zu diesem Thema habe ich mir Christoph Hürzel eingeladen. Hallo. Kann denn die russische Initiative den angekündigten US-Militärschlag verhindern? Nein. Ich glaube, sie kann ihn aufschieben. Das ist eine Möglichkeit. Und zwar dann, wenn Syrien sofort aufsteigt und durch sehr umfassendes Entgegenkommen den USA die Möglichkeit gibt, praktisch einen künftigen Militärschlag gegen Syrien vollkommen risikofrei zu gestalten. Das ist die Sache, die eigentlich zu Buche steht. Der russische Vorschlag schiebt einen Krieg gegen Syrien auf dem Tisch nur hinaus. Und er tut etwas, was viele Menschen besorgt macht und mit Recht. Er entwaffnet Syrien, senkt dadurch das Kriegseintrittsrisiko für die aggressiven Mächte, als Beispiel USA geführte NATO, Türkei, Saudi-Arabien, Katar. Und wenn das passiert, dann wirkt eigentlich der russische Vorschlag nur wie ein Brandbeschleuniger, allerdings mit Verzögerungswirkung. Und das ist das Gefährliche am russischen Vorschlag. Und man sieht daraus, dass ich der Sache kritisch gegenüberstehe. Denn was haben wir im Prinzip? Wir haben im Prinzip 2,5 Jahre unerklärten Krieg gegen Syrien unter dem Tisch, geheim, mit Milliardenbeträgen finanziert, gesteuert aus Washington, durchgeführt von Saudi-Arabien, Katar und vor allen Dingen der Türkei, aber auch aus Jordanien und aus dem Libanon durch Druck und Zwang. Und jetzt bekommen die USA eine chemiewaffenfreie Macht Syrien praktisch als Belohnung für diese Schweinerei. Und da kann man nur sagen, nein, ablehnen. Das macht den Frieden insgesamt nicht sicherer, nützt den Menschen nicht und wird auf jeden Fall auch nicht zu einer Entspannung der Lage im Nahen Osten beitragen. Aufschub ist gut, aber dann müsste man wissen, was machen wir mit der gewonnenen Zeit? Hier hat Russland wenig Glaubwürdiges vorzulegen, die USA und ihre Verbündeten nur Schlechtes. Und das macht die Sache sehr schwierig. Nun wurde ja der Stein ins Rollen gebracht von dem US-amerikanischen Außenminister John Kerry, der ja diesen Vorschlag erst gebracht hatte, dass innerhalb einer Woche Syrien alle Chemiewaffen abgeben müsste, um diese Militärintervention sozusagen noch aufzuhalten. Das hat er sofort revidiert, weil er das offensichtlich gar nicht sagen wollte. Aber Obama kommt das ja auch eigentlich gelegen im Moment. In einer für Obama sehr schwierigen Situation, in der er nämlich tatsächlich hineinläuft, sogar in einen Unwillen in der zionistischen Lobby des Landes, unbedingt jetzt einen Militärschlag gegen Syrien gut zu heißen. Ich erinnere nur an die ziemlich kritische Berichterstattung in der New York Times, die ja in zionistischer Hand ist, aber eben nicht in radikal zionistischer Hand. Und die ganz klar gesagt hat, was haben wir hier? Kein UN-Mandat durch den Sicherheitsrat. Die USA wurden nicht angegriffen. Es ist das Ganze nicht bewiesen, dass es eben die Assad-Regierung war, deren Truppen das verwendet hätten, dieses Giftgas. Dann gibt es keine Sicherheit, auch durch einen Militärschlag nicht, dass hinterher in Syrien keine Chemiewaffen mehr eingesetzt werden würden. Und nicht zu allerletzt, wie soll man sagen, gibt es keine Strategie für den Eintritt in den Militärschlag, keine Strategie für die Durchführung und wie immer bei den USA keine vernünftige Exit-Strategie. Und diese ganzen Shortcomings, sozusagen diese Fehler am amerikanischen politischen Vorgehen durch Obama, die hat die New York Times sehr schonungslos aufgedeckt. Und viele kritische Senatoren und Kongressabgeordnete sagen, wir wollen hier erheblich mehr Informationen von Obama, bevor wir irgendetwas sagen können. Und eine große Masse sagt jetzt schon nein. Wir haben ja den eigentlichen Grund für die ganze Debatte am 21. August mit dem Giftgasanschlag auf syrische Zivilisten, bei dem über 1400 Menschen ums Leben gekommen sind. Wir haben UN-Inspekteure gehabt, die diesen Fall vermeintlich aufgeklärt haben. Und uns wurden von allen möglichen Geheimdiensten später auch
ja, angebliche Beweise vorgelegt. Was ist denn von diesen ganzen Beweisen, ich habe noch nicht so viele gesehen, obwohl ich sehr viel darüber gelesen habe, zu halten? Also was sind denn jetzt wirklich die konkreten Beweise? Ich habe mal was von abgehörten Funksprüchen gehört. So, das ist die Lage und ich lese heute in der Süddeutschen, es liegt kein Beweis vor. Ich lese in der New York Times, es liegt kein Beweis vor. Russland sagt, es gibt keine Beweise. Es gibt keine Beweise. Punkt. Wir sind, hat die New York Times vor einigen Tagen geschrieben, in einer Situation wie 2003 vor dem Schlag gegen Syrien, gegen Irak durch die Koalition der Willigen, die Coalition of the Willing. Wir erinnern uns daran, auch ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates. Und der einzige Unterschied, den die New York Times zu 2003 sah, und dabei hat die New York Times wieder Bezug genommen auf diese entsetzliche Lügenshow von 2 Stunden Dauer durch den damaligen US-Außenminister Powell vor den Vereinten Nationen, vor der Vollversammlung, hat die New York Times gesagt, okay, wir werden keine so großartige Show erleben, aber die Beweislage ist ähnlich dünn und der Kriegswille ist ähnlich klar vorhanden. Das sind klare Aussagen und wir dürfen sie ernst nehmen. Und im Prinzip müssen wir klar sagen, der Untersuchungsausschuss des UN-Inspekteursteams unter Leitung eines, ich will mal sagen, CIA-nahen, CIA-erfahrenen Professors, Arke Sellström aus Schweden, umfasste gar nicht die Feststellung, wer hat angewendet, sondern nur, ob angewendet wurde. Das angewendet wurde, ist einigermaßen klar. Der abschließende Untersuchungsbericht steht aus. Aber während das Team schon operiert, den Untersuchungsauftrag einseitig aufzubohren und zu vergrößern, ist rechtlich fragwürdig, sachlich schwierig durchzuführen. Wenn man kommt mit einem Auftrag hin und muss plötzlich, wenn man Schraubenzieher eingepackt hat, mit Kreuzschlitzschrauben operieren, das ist ein bisschen schwierig. Und die ganze Sache geht eigentlich dahin, dass man sagt, mit der UNO wird umgesprungen, wie es Washington sich gerade vorstellt, und zwar ad hoc. Und was wir hier haben, ist letztlich eine Methode, damit zu operieren, dass man weltweit Druck ausübt, einen 2,5 Jahre laufenden unerklärten Krieg gegen Syrien plötzlich auf den Tisch zu heben, und zwar mit allen Methoden, die gerade angemessen oder recht erscheinen. Und sie sind unangemessen und unrecht, allesamt. Ja. Wir kennen ja eigentlich Russland als strategischen Partner Syriens. Wenn es jetzt so ist, dass ein chemiewaffenfreies Syrien ja eigentlich wie eine Art Eintrittskarte ist für zukünftige Militärinterventionen, dass das sozusagen nur ein vorübergehender Schritt dahin ist, dann hätte ja Russland mit der aktuellen Forderung ja Syrien eigentlich stark geschadet. Und dennoch scheinen ja alle Seiten, bei der USA ist es klar, aber auch Russland und Syrien ja ein Interesse daran zu haben, diese Initiative jetzt auch umzusetzen. Warum? Tja, das wirft die Frage auf nach dem russischen Interesse. Und ich sage vielleicht mal ein oder zwei Sachen offen, die für viele vielleicht nicht so offen sind. Im Iran macht man sich große Sorgen über die Position Russlands und sagt, Russland zieht immer in letzter Minute zurück. Und wir erinnern uns an die Dinge, die in Libyen passierten. Der russische Botschafter in Tripolis sagte ganz klar, hier ist ein Verbrechen im Gange. Die USA lügen wie gedruckt. Libyen soll zerschlagen werden. Und zwar mit allen Methoden, die gerade recht sind. Und die Flugverbotszone ist nichts anderes als ein Vorwand dafür und ein Hilfsmittel, um das durchzusetzen. Und wir wissen ja, wie die Flugverbotszone genutzt wurde, um, wie soll man sagen, Flächenbombardements durchzuziehen, wobei 60.000 bis 80.000 Zivilisten ums Leben kamen damals. Und ich möchte nicht wissen, was in Syrien alles geplant ist und passieren würde im Falle, dass diese Militäraktion tatsächlich durchkommt. Das ist die Lage. Und das russische Interesse ist eigentlich klar. Das russische Interesse wäre gewesen, Libyen zu halten, weil klar war, dass nach Libyen Syrien drankommt. Das ist allen Beteiligten klar. Und nun, wo Libyen gefallen ist, und man hätte noch sagen können, okay, die Russen haben da gemeinsam mit den Chinesen die USA und ihre illegalen Aktivitäten vorgeführt und haben jetzt eine feste Front in Syrien. Das wäre vielleicht noch vermittelbar gewesen. Wenn jetzt aber auch diese feste Front bröckelt, dann muss man sich fragen, wofür steht Putin? Wenn Putin nur dafür steht, dass die russischen Interessen etwas später ausverkauft werden, als sie unter Chodorkowski vielleicht ausverkauft würden, ist das ein sehr schwaches Bild und sehr schlecht für Russland. Ja, und Deutschland befindet sich in dieser Situation mitten im Wahlkampf.
Wir haben jetzt gerade den G20-Gipfel gehabt und das Treffen der EU-Außenminister, wo ja ein deutsches Nein ganz schnell zu einem deutschen Ja wurde. Wie ist denn das noch zu bewerten? Frau Merkel hat eine Kriegsangebotspolitik, seit sie regiert. Sie tut alles, was in Washington am Rande und unter den Tisch nur halbwegs als Wunsch geäußert wird, sofort. Die Bundeswehrführung setzt sämtliche Aggressionswünsche der USA sofort um, ohne dass das Parlament auch nur gefragt wird. Das Parlament dient nachher, man sagt es auf Englisch, als Rubber-Stamp-Parlament, als Abnick-Parlament, nur dazu, wie soll man sagen, die sowieso schon feststehenden Beschlüsse nach außen hin demokratisch aussehen zu lassen, obwohl sie es tatsächlich nicht sind. Denn demokratisch wäre, dass das, was das Volk sich wünscht, von den Volksvertretern auch durchgesetzt wird. Und das ist ja seit 25 Jahren nicht der Fall. Wir haben Aggressionen auf dem Balkan und überall in der Welt. Immerzu nickt das Parlament in Afghanistan 13 Jahre lang hintereinander auf der Basis von Lügen mit ultrabrutalen Kriegseinsätzen und nichts nützt es. Und das Volk wird über die Medien von A bis Z belogen und will trotzdem noch vernünftige Sachen und kommt trotzdem nicht durch. Das sind die Dinge, die hier zu Buche stehen. Und in Syrien würde es ein weiteres Mal. Frau Merkel hat jetzt noch ein paar, ich will mal sagen, sanft anliegende Sperren, weil wir eine Bundestagswahl am 22. September haben. Aber danach kann ich schwören, gibt es no holds barred. Ja? Danach wird keine Grenze mehr irgendeine Grenzwirkung entfalten für Frau Merkel. Sie wird wieder 1:1 tun, was Washington will. Und das wäre dann, also was erwartet uns in den nächsten Wochen zum Thema Syrien? Das kann man ganz genau sagen. Wir werden vermutlich keine Soldaten auf den Boden entsenden. Aber wir werden dann alle mitmachen, was Logistik anbelangt, die Starts und Landungen wie immer von US-Kampfbombern von deutschem Boden aus. Wir werden geheimdienstlich unterstützen. Wir werden wie immer geheime Kommandounternehmen fahren, zumeist mit ausländischen Uniformen durch Angehörige der Bundeswehr, ohne das Parlament zu befragen, wie es in Libyen üblich ist. Die Verwandten und Bekannten von beteiligten Offizieren melden sich bei mir und sagen, so ist das. Und ich glaube denen. Und ich bekomme Bestätigungen dafür. Und wieder wird es passieren. Und wieder wird das parlamentarische Kontrollgremium gar nichts machen, weil es ein parlamentarisches Komplizengremium ist. Und wieder wird der Bundeswehrbeauftragte, wie es sein Job ist, nichts tun. Und wenn wir keine Bodentruppen in Syrien erleben, also nur aus der Luft bombardieren, Menschen töten, Industrie zerstören, Rüstung zerstören, wer hat denn dann die größte Macht, das Ruder der Macht an sich zu reißen? Wie in Libyen, davon kann man ausgehen, viele Milizengruppen, die USA werden die Regierungsfähigkeit Syriens versuchen zu zerstören, genau wie in Afghanistan auch. Und das passiert mit dem Ziel, um anschließend billig an Pipeline-Verträge, Energie-Rohstoff-Ausbeutungsverträge zu kommen, wie in Libyen. Wir können das da einfach studieren. Das totale Milizenchaos wird herrschen in Damaskus und anderswo. Und die Opfer stehen auch schon fest. Das sind Christen, Aleviten und Kurden. Und das wird in die Hunderttausende gehen, ohne jede Frage. Und wo die Verantwortlichen sitzen, wissen wir. Und Frau Merkel wird dabei sein. Wir können gespannt abwarten, wie sich die nächsten Tage und Wochen entscheiden. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Danke. Ich hoffe allerdings, dass wir nicht abwarten, sondern auf die Straßen gehen. Ich mache das gerne mit.